Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Yu-Gi-Oh! Diesmal ist auch der Darwin mit dabei, den seht ihr dann in der nächsten Folge. Wir haben jeder mal gegeneinander gespielt. Das Gesamtding ist auf dem Zweitkanal demnächst. Das könnt ihr euch dann da nochmal den gesamten Stream anschauen. Hier aus meiner Sicht die ganzen Matches werden jetzt so nach und nach kommen. War ziemlich wild. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf. Wir werden jetzt demnächst wieder ein bisschen öfter spielen. Nächstes Mal werden wir auch Battle Pack spielen, also in 2 Folgen an, Stand jetzt. Und es macht halt wirklich wieder super viel Spaß, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Lust drauf. Würde mich auch über ein Like oder ein Abo freuen. Ist natürlich kein Zwang. Jetzt natürlich erstmal meine Storms gegen die anderen, weil ich bin halt krass. Ja, viel Spaß. Ich frage mich, welches Deck Sven gegen mich einsetzen will. Von seinen ganzen Decks. Oh, also ich werde mich jetzt... Musst du mich immer dran erinnern, Shiny. Spaß. Ich vergesse aber super schnell. Also wenn ich zum Beispiel sage, mache ich nach dem Stream? Musst du mir nach dem Stream dann nochmal spätestens schreiben oder währenddessen, ne? Dass ich das nicht vergesse. Am besten nach dem Stream oder einen Tag später. Weil ich werde das während, in der Zeit, wo ich zum Beispiel streame oder so, werde ich es dann wieder vergessen. Also bei sowas, wenn ich irgendwas schicken soll oder so, am besten immer nerven. Weil ich dann zum Beispiel auch nicht super schnell dran denke. So. Was geht ab? Okay, so. Okay, das Rotaugendeck. Das ist jetzt wild. Oder geil. Das weiße Drachen? Ja, wolltest du ja gegen antreten. Genau. Nicht mein stärkstes, das bewahre ich mir noch auf. Aber... Boah, was wenn ihr halt Kontert hat. Was nicht. Meine Schere, komm. Oh, langweilig. Oh Mann, Junge, langweilig. Ja, ich dachte, das ist Papier. Nee. Warum hast du dann Papier genommen? Weil ich dachte, du machst Papier, weil du denkst, dass ich Stein nehme, weißt du? Warte. Einmal kurz muten. David, hast du mich gerade? Schon kann ich nicht. Ja, verstehe ich. Goodie. Ich fange dann mal an. Ja. Spiel Drachenstein. Das erlaubt mir, ein Monster aus meinem Deck auf den Friedhof zu legen, was Drache enthält. Mach ich jetzt, weil ich wild bin. Okay. Ne? Beende meinen Zug. Und dadurch aktiviert sich die besondere Fähigkeit. Ach, nicht der weiße Stein. Oh, nee. Doch, der weiße Stein. Dadurch kommt mein blauäugiger weißer Drache. Oh, ich hab keinen Ton an, weil ich ein Loser bin. So. Ich hab auch die Soundeffekte aus. Aber ich wollte gerade eben keinen doppelten Ton haben, deswegen habe ich das bei eurem Match gerade ausgemacht. Jetzt habe ich vergessen, wieder anzumachen. Mann. So, der weiße Drache kommt nochmal. Also, alles gut. So. Ja, okay. Ich bin am Sack. Ich hab schon kein gutes Platz sein. So. Das wäre jetzt unten. Ja, jetzt komm. Jetzt will ich Action sehen. Bis später, Shiny. Da wünsche ich mir schöne 1,5 Stunden. Ah, wieder so defensiv sein, das mag ich ja gar nicht. Ja, du, ich hab keine guten Karten auf der Hand. Mhm. Okay. Ich werfe eine. Ich spiele in Zahlungsnahme. Wenn ich jetzt ein Monster ablege, der Stufe 8, kann ich 2 Karten ziehen. Das andere Topf der Gier. Ah ja, du hast gerade den Chaos Max Drachen einfach so weggeworfen. Oh. Ja, der brauche ich für dich nicht. Wow. So, jetzt lege ich eine Karte verdeckt. So, jetzt spiele ich die wunderschöne Melodie des erwachsenen Drachen. Wenn ich jetzt eine Karte auf dem Friedhof lege, kann ich mir 2 Drachen aus meinem Deck auf die Hand packen. Die 3000 Angriffspunkte haben und 2500 Verteidigungspunkte. Natürlich weiße Drachen. Das trifft zufällig auf die weiße Drachen hinzu, ja? Ja, rein zufällig. Rein zufällig ist das so. So, jetzt spiel ich nochmal Drachenstein. Ja? Das heißt, ich darf wieder ein Drachenmonster von meinem Deck auf den Friedhof legen. Diesmal entscheide ich mich für den anderen Stein der Legende. Alter. So, mein lieber Sven. Ja. Ne? Ich bin mal nett. Ich spiele Fusion. Ich,
ahne Böses. So, jetzt fusioniere ich meine zwei weißen wunderschönen Drachen. Ja, dann kriegst du den doppelköpfigen. Dann krieg ich den wunderschönen Zwillingsausbruch-Drachen. Ja. Ja? Den mag ich nicht, der gefällt mir nicht. So. Kann natürlich zweimal angreifen, bringt mir nichts. Kann im Kampf nicht zerstört werden, bringt mir auch nichts. Wollte ich nur einmal darauf hinweisen. Alter, okay, du hast jetzt so Rotaugenkarten gleich auf dem Feld, die wahrscheinlich gleich rufen werden. Erstmal aktiviert sich mein Stein, wodurch wieder ein Spezialbeschwörung aus meinem Deck heraus machen kann. Ja. Jetzt kommt nämlich der Drachengeist des Weißen, mein lieber Sven. Och nee. Seine Fähigkeit ist, wenn er beschworen wird, darf ich eine wunderschöne Zauber- bzw. Fallenkarte verbannen. Nein. Nimm mal die. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das die bessere war. Aber wir werden es jetzt sehen. Okay. Wo willst du? Jetzt wird reingegietet. Hau den mal raus und den einmal. So. Ich mach gerade eben eine Fusion. Ja. Und beschwöre den wunderschönen, den einzig wahren Meteor schwarzer Kubindrache! Im Angriffsmodus. Am Ende war der Hype weg. Und ich aktiviere seinen Spezialeffekt. Spezialeffekt? Ja? Ah, okay. Machst du nicht. Bitte was? Machst du nicht, Sven? Mama! Nee, ist nicht drin. Ich spiele hier meine Karte verdeckt. Alter! Das ist frech! Ja, Sven, ich bitte dich, ne? Was erwartest du von mir? Also, das ist schon anders frech, also. Ja? Ja? Munzen. Ah, okay. Also. Oder ein Totemdrache. Oh, wie süß. Ja. Hast du bei mir abgesnackt? Ich dachte, Hilfe war es, aber immer wenn ich die benutze, verliere ich irgendwie. Also schon, alles drin. Ist die verdeckte Karte Hermos? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir sagen. Ja? Es ist nicht Hermus. Okay. Dass du nicht mal drauf wartest, vielleicht, weißt du, dachte ich mir. Ich warte drauf, aber anders. Okay. Ja, jetzt kommt er wieder aufs Feld, das ist seine Fähigkeit. Ja. Ja. Direkt sehe ich jetzt ein Tribut. Ich bin im Arsch. Das habe ich aber gerade eben noch anders gesehen hier. So, ich spiele die Melodie des erwachsenen Drachen. Natürlich. Na, wenn ich jetzt eine Karte ablege, kann ich zwei Drachen, die zufällig 3000 Angriffspunkte, 2500 Verteidigungspunkte haben, kann ich auf die Hand nehmen. Mhm. Sind zufällig weiße Drachen. Ja, auch rein zufällig, ne? Alter. Als nächstes. Nee, mach ich nicht. Das Deck ist einfach so broken. Das stimmt doch gar nicht. Als nächstes spiele ich die blauäugigen alternativen weißen Drachen. Wenn ich dir jetzt nämlich meinen weißen Drachen zeige, darf ich ihn spezial beschwören. Ist das nicht. Das war liebreizend. Aua. Als nächstes aktiviere ich die zweite Fähigkeit meines Drachengeistes Weißen. Wenn ich ihn nämlich jetzt opfere, kann ich nämlich noch einen wunderschönen weißen Drachen einfach mal so beschwören. Ah, jetzt haben wir den nochmal mit Sound. Das ist doch schön. Sehr cool. Mir fehlt der Schrei, weißt du, in der Animation. Das wäre noch geil. Ja. So, dann bin ich noch netter. Mein blauäugiger alternativer weißer Drache gilt ja jetzt auch als weißer Drache. Ne? Als normaler. Und er wird in diesem Zug nicht angreifen, weil ich seine Fähigkeit noch nämlich aktiviere. Ich zerstöre einfach mal noch dein Monster.
Also jetzt komm, bitte greif, ja, also er ist jetzt verbannt fair und greif nicht an. Naja, also ich kann, also das ist eh noch am Ende 3000, ne? Wie gesagt, ich bin nett, deswegen. Das hättest du nur noch 400, jetzt hast du noch 3000. Also das ist schon. Ha, sonst also. Sven. Alles gut. Kannst mich jetzt auseinandernehmen, komm. Go, go, Sven, ich glaube an dich. Dann hast du verdient. Komm. Herz der Karten, let's go. Wieso kann ich die Karte eigentlich aktivieren? Du, die Sache ist eh gelaufen. Jetzt kommt der Hermus. Dann bitte auf meinen normalen weißen Drachen, wenn's will. Ach, den Drachen hat's drauf. Ja. Na gut. Auf den normalen weißen Drachen? Ja, dafür ganz okay, nett. Okay, komm. Das ist nämlich meine Lieblingskarte, weißt du, wär geil, wenn die am stärksten wäre. Ja, boah! Alter! Der Buff, das ist ja 1000 von Sveddy. Nice! Geil! Ja, okay. Die Karte ist es. Der Herr muss reitet mich immer in die Scheiße. Ja, du musst ja auch ein Spiel mit einem Monster auf dem Feld hast. Wie Gav will hier. Ja. Jetzt machst Sven wilde Sachen. Ja, du, die hab ich voll gezogen. Okay. Was darf ich nichts beschwören? Nee. Ich darf nichts machen. Okay. Falls du falls du es kontrollierst, kannst du was wählen, Sven. Ah, ja. Okay. Erster Satz, falls du einen rotäugigen Monster kontrollierst. Ne? Mach übrigens gerade mal diese andere Synchro-Beschwörung. Denn ich kann den Zwillingsausbruchdrachen auch spielen ohne Fusion. Aber nur, weil ich es witzig finde. Aua. Spiel noch die Mike? Das ist schon frech. Natürlich. Ne? Die gibt erstmal, die greift erstmal an, gibt dir noch einen Slap für diesen Zug gerade. Ne? So. So. Alter. 1-0. Hart belastend. Ja, ist natürlich auch Kartenglück, ne? Ja. Ich habe zum Beispiel heute mit meinem Lieblingsdeck, also mit meinem neuen, was ich als stärkstes Deck ansehen würde, habe ich heute auch einmal ein schlechtes Startblatt gehabt. Also einmal gegen NPC. Oh. Aber es war gut gekleckert, bin gleich soweit. Wer fängt an? Ich fange an. Ah, okay. Okay, ich spiele eine Karte verdeckt. Ja. Und spiele diese Karte nochmal verdeckt. Mhm. Und dann spiele ich noch eine Karte verdeckt. Sveni, und dann immer Zug. Na, zwei finde ich aber jetzt schon frech. Muss ich schon zugeben. Ja, du, manchmal muss man ein bisschen defensiv spielen, weißt du? Mhm. Nein, du, ich verstehe das. Ich verstehe das voll und ganz. Mach ich auch. Schwerste Drachenschrein. Das erlaubt es mir, einen Drachen aus meinem Deck auf den Friedhof zu legen. Ich entscheide mich diesmal für den weißen Stein der Legende. War ja klar. Es hätte auch anders ausgehen können. Weiß ja, glaube ich nicht. Aber ich werde meinst du. Ach ja, der weiße Stein der Legenden hat eine Fähigkeit. Der UAL. Wenn er nämlich auf dem Friedhof ist, kann ich einen blauäugigen aus meinem Deck rufen. Mhm. Ich entscheide mich für den Drachengeist. Das weiß. Ich? Der hat übrigens eine Fähigkeit. Wenn er beschworen wird, kann ich eine Zauber- bzw. Feinkarte auf deinem Feld zerstören. So, magischer Zylinder. Was ist diesmal die gute Karte?
Ich sag die. Was habe ich verbannt? Brennt das Rotäugige. Ah, hätten wir beide Schaden bekommen. Mann. Nee. Ha, die war's. Mann. So. Dann aktiviere ich den Effekt und... Wer nichts vorgelesen wird, ich, bei euch gerade eben war schon so enthalten. Ah, dachte jetzt baller die raus mit Energie, aber nee. Ja, Entschuldigung. Ich fände mir die Karte mehr vor. Entschuldigung. Sven, was passiert? So viel Kuchen. Ja, nee. Ich bin noch ein bisschen geflasht. Ja, ich habe jetzt halt den rotäugigen Erzunterwelt, also Blitze. Ja. Und dann aktiviere ich noch meine Fallenkarte. Mhm. Und zwar rotäugiger Zahn mit Kette. Ja. Und rüste damit mein Erzunterwelt aus. Mhm. Das heißt, er dürfte jetzt zweimal angreifen. Nein. Finde ich jetzt doch. So. Oh. Da ich wild bin. Ja. Hörst du das Drachengeist an als erstes? Nee. Geh ich auf dein Verdeck. Das ist aber frech. Aber ja, wir haben meine Fallenkarte. Ach nee! Was denn? Oh nee. Was denn? Hier, so ein schmutziger Stein. Der ist nicht schmutzig. Das richtig sputzte ich. Weißt du was? Dann komm, mach ich einfach doppelt. Was kannst du aktivieren, dass das so lange dauert? Nee, ich hätte die nochmal irgendwie abrüsten können, hätte ich das irgendwie nochmal ein bisschen rumtricksen können, aber da mache ich meistens irgendwie einen Fehler mit. Weißt du? Und deswegen. Okay. Den Effekt. Dadurch, dass du jetzt meinen weißen Stein des Ualen zerstört hast, aktiviert sich sein Effekt. Wenn er nämlich auf dem Friedhof ist, kann ich mir einen Drachen, einen blauäugigen, aus meinem Deck nehmen und auf dem Feld beschwören. Mhm. Und ich spiele diesmal den weißen Drachen mit dem eiskalten Blick. Oh. Oh. Wie viel das schreien? Ja, Konami, falls ihr zuschaut, ich weiß, ihr seid meine größten Fans. Ja? Macht das mal. So. So, da ich jetzt dran bin, spiele ich die wunderschöne Zauberkarte Drachenschreien. Natürlich. Das erlaubt es mir, ein Drachenmonster aus meinem Deck auf den Friedhof zu legen. Und ich entscheide mich für den weißen Stein des Walen. Wie viel hast du davon? Drei, oder? Das waren alle drei jetzt, ja. Alter, ey. Als nächstes spiele ich die Karte, die dir gerade Slap gegeben hat. Die Mai mit den blauen Augen. Ja. Oha. So. Ich glaube mal mit meinem weißen Drachen an. Fällt mir nicht. Weil ich will den Totemdrachen wecken. Ach, das ist der Babydrache, okay. Genau. Okay. Aktiviere ich seinen Effekt. Mhm. Noch einen weiteren Effekt. Ja, komm. Ja? Leuchtfeuer oder was kommt jetzt? Retro? Nee, der Retro-Drache. Hm. Den darf ich dann in Verteidigungsposition hinballern. Okay. Und dann darf ich noch ein Monster wählen für eine Spezialbeschwörung. Und zwar wieder mein Babydrachen. Mhm. Und dann hau ich mir da den. Den rotäugigen schwarzen Drachen hau ich mir jetzt noch zusätzlich dazu. Da. Ich ist aber krass. So. Und du glaubst, es hängt mit meinem Mic, greift deswegen jetzt mal nicht an. Okay. Aber, Sven. Nee, dadurch, dass der weiße Stein des Ualen auf dem Friedhof gelandet ist, aktiviert das eine besondere Fähigkeit. Ich kann jetzt nämlich den weißen, also blauäugigen aus meinem Deck spezial beschwören. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich erzähle das einfach mal. Und ich entscheide mich für den weißen Drachen mit dem eiskalten Blick. Ich muss sagen, das ist ein bisschen zu krass. Nee, ich finde das schon geil. Ich finde das schon nice. Okay. So, werde immer in Zug sein. Jetzt zeig, was du kannst, geil. Mein Freund. Das ist halt irgendwann Adbert. Zeig, was du kannst. Ich kann irgendwie einen Effekt aktivieren. Ja, mach mal. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ah, okay. Ja, was funktioniert jetzt? Der schwarze Stein der Legenden. Oder kann ich mir meinen Erzunterwelt einfach zurückholen, so wie es aussieht. Wie es aussieht. Ah, okay, da ist wieder zurück auf dem Deck. Ah, okay. Ah, ich kann dafür mal. Hast du heute nicht geübt? Was? War das was?
Ja, du. Hab schon gewundert, ihr habt die ganze Zeit von geübt und dann legst du nur Karten. Aber damit kann ich verstehen, weil das ein schwarzer Magier-Deck war. Aber bei dir, du hast ein Deck. Ist Sachen passiert? Ich warte. Ja, ich muss gerade eben überlegen, was ich jetzt mache. Achso, ich dachte, du wartest auch. Nee, es sind Sachen passiert. Achso. Wovon ich ja keine Ahnung habe. Du, ich bin jetzt mal so nett und greif mal ein bisschen an. Ah, okay. Das aktiviert ja meine besondere Fähigkeit von meiner Maid. Die geht nämlich jetzt in Verteidigungsmodus. Und ich kann jetzt eine Spezialbeschwörung machen aus meinem Deck heraus. Oh nö. Danke, Sven. Ich schwöre jetzt mal einen weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Aua. Ist das geil. Das ist übrigens annulliert. So, weiter? Natürlich, Das ist frech. Jetzt ist sie weg, Jetzt ist sie weg. Okay, ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Mein Stein bitte leben lassen. Warum hast du denn da noch nichts gemacht? Ich konnte den Effekt nicht aktivieren, weil ich ihn nur aus dem Friedhof wieder zurückgeholt habe. Ich aktiviere erstmal König des Sumpfes, erlaubt mir Fusion auf die Hand zu legen. Heißt ja noch nichts. Oh nein, hoppala, mir rutscht eine Karte aus. Raigeki! Das ist frech. Als nächstes. Das ist frech. Spiel ich Fusion und fusioniere meine drei weißen Drachen miteinander, ja? Mhm. Und daraus kommt der neo-blauäugige Ultradrache, ja? Ich könnte dir das schon mal an, damit du dich freuen kannst. Alter. Hast du ein bisschen mehr Zeit, weil sonst mach ich dir nur 4000, bevor du statt 9000. Wäre netter. Was ist an denen so viel besser als an den normalen? Er hat eine Fähigkeit. Ah. Das siehst du vielleicht ja noch gleich. Oha. Ich will ja nichts so viel ich will ja nichts verraten, wenn du es nicht siehst. Aua. Ich bin ja netter. Ich habe extra die Fähigkeit nicht aktiviert. Ich hab's extra weggedrückt aus Versehen. Ne? Mein Herz hat einfach gesagt, okay. Nein, das fällt zu rum. Ich will noch eine Runde. So, eine Karte, die ich schon viel, viel eher hätte gebrauchen können. Okay. Nein, das ist nicht Hermos. Ja, dann glaube ich, dass du den nicht mehr sehen willst, glaube ich erstmal. Ich spiele erstmal in Zahlungsnahme. Wenn ich jetzt nämlich einen Drachen der Stufe 8, beziehungsweise ein Monster der Stufe 8 auf den Friedhof lege, kann ich zwei Karten ziehen. Wow. Eine davon lege ich auch direkt einfach mal. Ne? Mhm. Ich guck mal einfach jetzt, was du jetzt so versteckt hast unter deinem magischen Zylinder. Nee. Ja? Ja, gerne. Ja, was denn? Hier passieren Sachen? Nee, alles gut. Okay. Wir müssen ja hier für dir dein Ketten-Achievement brauchst du ja auch noch. Jo. Ich greife übrigens nochmal an. Hey, du kannst nochmal angreifen. Ja, klar. Sven, ich bitte dich. Okay, das ist anders. Ich aktiviere noch eine Fähigkeit. Ich lege noch einen Zwillingsdrachen auf den Friedhof. Ich greife nochmal an, übrigens. Alter. So, das kann ich nehmen. Der kann halt bis zu dreimal angreifen, wenn ich meine Fusionsmonster auf den Friedhof lege. Alter, der ist echt okay. Theoretisch war ich schon tot, aber ich hab's ja beim ersten Mal aus Versehen weggedrückt. Weil ich bei meinem Herzen wusste, der braucht noch eine Runde mehr. Ich kann nichts machen.
Ich habe den rotäugigen, finsteren Drachen von der Hand. Ich kann ihn nicht beschwören. Aber die Feinkarte, die du beschworen hast, du sagtest doch, darauf hast gewartet. Hatte ich auch gewartet, aber... Ja? Keine Chance. Schnell machen oder soll ich mich ausleben? Leb die ruhig aus. Okay. Dann ist das eine wilde Feinkarte. Spiel dir erstmal die Melodie des erwachenden Drachen. Wenn ich jetzt nämlich eine Karte ablege. Ach stimmt, ich hab ja keine. Ja. Ach ja doch, hab ich wohl. Stimmt ja. Haha, Outplay. Ich war noch in der letzten Runde. darf mir zwei Monster aufs Feld beschwören. Spiel's Chaosform. Und beschwöre jetzt, wenn ich ein Monster der Stufe 8 dafür als Ritualbeschwörung opfere, kann ich jetzt den blauäugigen Chaos-Max-Drachen beschwören. Mama? Na? So, damit greife ich jetzt einfach. Ja. Hat er sich verdient? Nein, mach nicht. Hat er sich verdient? Nein. Oh. Peace-Ding. Man wird eigentlich noch das Dritte als, oder ist es schon zu Ende? Keine Ahnung. Ich glaube, bis zu Ende. Bis zu Ende. Alles klar. David. David. Okay. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same.